Heute wollen wir also unser Klassennotizbuch anlegen. Im Kanal Allgemein gehe ich auf Klassennotizbuch. Wenn es das erste Mal eingerichtet wird, dauert es gerade einen Moment. Und es steht schon da, ein OneNote-Klassennotizbuch einrichten. Ich klicke auf Weiter. Und hier ist es wichtig, bitte immer aus vorhandenem Notizbuchinhalt anwählen, auch wenn du noch gar keines gemacht hast, weil nur dann hast du diesen Abschnitt nur für Lehrer auch mit dabei. Es geht weiter. Hier könnte man aus bereits vorhandenen Notizbüchern was kopieren. Das mache ich jetzt nicht. Das sind die Abschnitte, die jeder Schüler hat. Ich lösche hier einmal alle bis auf die Hausaufgaben. Ich kann die jederzeit wieder dazufügen und auch andere. Ich mache das immer gern, dass ich die Kanalnamen als Abschnitt hinzufüge. Das heißt also 01 Thema X und 02 Thema Y. Und schon gehe ich auf Erstellen und das Klassennotizbuch wird vorbereitet. Und schon ist es fertig. Willkommen beim Kursnotizbuch. Hier sind aber Informationen über die Abschnittsgruppen. Am besten zeige ich euch die gleich. Ich blende hier die Navigation ein. Und hier sieht man schon die Abschnittsgruppen, gekennzeichnet mit so einem Größerpfeil. Die Inhaltsbibliothek, den Abschnittsgruppe nur für Lehrer, Abschnittsgruppe Platz für Zusammenarbeit und hier sind die Abschnittsgruppen für die Schüler, die in unserem Team dabei sind. Sind die Sparks Bunny, Pink Panther und Roadrunner. Jede Abschnittsgruppe hat bestimmte Rechte. Ich klicke mal die Inhaltsbibliothek an. Wenn da schon ein Abschnitt vorhanden ist, so ein blauer, dann kann man hier alles durchlesen. Ganz kurz gesagt, ich als Lehrer kann hier was reinstellen, die Kinder können das nur lesen, aber nicht bearbeiten. Abschnitt nur für Lehrer, die Abschnittsgruppe nur für Lehrer, kann man auch wieder durchlesen zur Information. Den sehen die Schüler überhaupt nicht, den sehe nur ich. Hier kann ich also meine Vorbereitungen oder meine Benotungen reinbasteln. Platz für Zusammenarbeit ist prinzipiell dazu gedacht, dass wir alle hier arbeiten können, Schüler und Lehrer gemeinsam. Und das sind die Abschnitte für die jeweiligen Schüler. Ich klicke hier mal zum Bugs Bunny. Hier sieht man schon die zwei Sachen, die ich vorgegeben habe. Die Hausaufgaben, diese Abschnitt habe ich ja schon stehen gelassen. Ich als Lehrer sehe alle drei Schüler. Die Schüler selbst sehen natürlich nur ihren eigenen Bereich. Um jetzt hier arbeiten zu können, blende ich die Navigation wieder mal aus und ich gehe hier auf den Doppelpfeil. Dann habe ich eine größere Ansicht. Ich habe jetzt wieder hier die Navigation eingeblendet. Hier sieht man wieder alle Abschnittsgruppen und die Abschnitte. Prinzipiell kann man die Abschnitte mit einem Ordner vergleichen und den Registerkarten, diesen farbigen. Und bei jeder Registerkarte kann ich beliebige Seiten hinzufügen. Hier sind also die Abschnitte zu sehen und hier die Seiten. Ich gehe jetzt in den Abschnitt nur für Lehrer und versuche hier einen neuen farbigen Abschnitt hinzuzufügen. Ich stelle mich hier auf den ersten Abschnitt, gehe unten auf Abschnitt hinzufügen und 01 Thema X. Diesen Abschnitt erstelle ich jetzt hier neu. Die Seite ist hier, ich kann diese Farbe natürlich ändern mit einem Rechtsklick hier drauf. Und hier kann ich die Abschnittsfarbe einstellen. Ich nehme hier mal lila. Und es ist noch keine Seite vorhanden. Eine leere, unbenannte Seite ist hier. Hier ist die leere Seite. Wenn ich hier oben was eingebe, es öffnet sich hier die ganze Seite. Hier kann ich oben Tafelbild 1 eingeben zum Beispiel. Und in dem Moment, ich blende hier die Navigation wieder ein, hat sich die Seite auch so benannt. Und hier kann ich verschiedene Dinge eingeben. Ich kann erstens einmal mit der Tastatur schreiben oder mit dem Menü zeichnen. Kann ich einen beliebigen Stift auswählen, eine andere Farbe natürlich und die Stiftstärke. Und hier kann ich zum Beispiel jetzt schreiben. Wenn man eine interaktive Tafel in der Klasse hat, ist das natürlich toll. Ich kann mich
also vor die Tafel stellen und mit meinem Stift oder meinem Finger hier schreiben und sozusagen das Klassennotizbuch als Tafel her. Wie ich das am sinnvollsten mache, zeige ich in einem nächsten Video.